bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Herzlich, ich muss erstmal gucken hier wegen Ton und so. Jedes Spiel ist anders, ne? Jedes Spiel ist anders von der Tonabmischung. Leute, ein Spiel bzw. eine Spielereihe, wo ich schon immer ein Auge drauf geworfen habe, was mich schon immer irgendwie ein bisschen interessiert hat. Und heute starten wir mit Metro 2033 Redux, quasi der erste Teil der Reihe, der drei Teile. Und ja, was soll ich sagen? Ego-Shooter, Survival, Endgame-mäßig, ich weiß es selbst nicht genau. Wir lassen uns einfach überraschen. Das ist doch ehrlich gesagt immer am besten. Leute, und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Wir spielen auf der Series X für die, die es interessiert. Und Leute, wir gehen rein. Spiel speichert automatisch, das ist auch mal ganz wichtig. Ja, ich bin ja für neue Spiele, ne? Wählen Sie Ihren Spielstil. Überleben, Munition und Filter sind knapper, die Kämpfe sind tödlicher und Tarnung ist nicht so einfach. Überlebensmodus bietet Spieler die ursprüngliche Horrorerlebnis von Metro 2033 mit einem Schwerpunkt. Genießen Sie leichte Kämpfe. Ja, da bin ich lieber für Spartaner. Weil Erfahrung mit dem Spiel habe ich nicht. Deshalb gehe ich mit Spartaner rein. Empfohlen für regelmäßige Ego-Shooter, für erfahrene Ego-Shooter. Normal. Ich finde normal okay. Passt das so? Ich muss ja über euch gucken hier. Ja. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage? Den Willen, alles durchzustehen. Hey, Artyom. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Psch, 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 psch. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Ja, ich, an sich. Okay. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Hilf nicht mit manuell. Artyom,
Ich mach mal Licht an, Juri. Warte doch mal! Okay, auf nach oben. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen. Wollen wir hier nicht erstmal reingucken? Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Dock. Gasmaske. Wir sind fast da. Dies ist das Kurzschwert. Es ist ganz nah am Turm. Lade deine Waffe. Du Isse. Da kommen sie. Geh dir so direkt rein. Hallo, Inge. Aber hier keine Pumpe. Das war's, Lars. Ich bin out of ammo. Versuchen wir es mal mit sie. Artyom, lass uns gemeinsam ziehen. Bereit? Wir ziehen gemeinsam. Und? Erledigt! Sag mal, kann ich mal deine Pumpe haben? Raus hier. Vielleicht liegt ja hier doch irgendwas. Artyom, unser Ziel. Kommen. Bullmark, bitte kommen. Ende. Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben... Oh? Du hast mich nie gesehen, meiner. Was für ein Graf Koks? Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Ich bin Oberst. Bildet einen Kreis. Ach du Scheiße. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Auf mein Zeichen. Scheiße! Feuer frei! Na, soll ich hier mit der Hand pieksen? Es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Hä? Thank you.
Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Komm. Ist ja schon wieder was für mich, ne? Oh, mal aus hier. Wir müssen ja hier ein bisschen sparen, ne? Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Quack. Ich habe so ein schlimmeres durchgemacht. Alex. Ja, Nikolai. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Wir werden sehen, was Hunter sagt. Ist doch nie so richtig, wie ich mich mit dem Ton verhalte. Sergei, habt ihr meine Sergei? Hallo, Artyom. Grüße. Du bist in der Halle noch in der Patrouille angekommen. Wir noch lange warten. Das Krankenhaus ist voll. Gehen wir, Artyom. Ich verstehe. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Keine Besucher. Petro. Was ist mit Alexei? Ah, du bist es. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Grüße. Na, Liebesbriefe? Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Will ich das sehen? Ei, ei. Es ist Hunter, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Salve? Komm, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist vor der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Na, danke. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße. Das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell deine Waffe. Na, gib mal her. Echt jetzt? Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Thank you.
sind das für Kollegen? Artyom, bist du okay? Ja. Natürlich ist er das. Und Cloud vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Man geht hier direkt rein, ne? Äußerer Wachposten. Krieg vielleicht was anderes wie so eine kleine Pistolette? Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Der macht ganz schön eh noch Strappmax, ne? Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Hm? Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Vergiss nichts. Was brauche ich denn? Na, guck mal hier tatsächlich. Ein Buch. Es beruht ja schließlich auf dem Buch, diese Spiele. Oder auf Büchern. Licht aus, ne? Müssen sparen. Also ich darf nichts vergessen. Das ist schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deinem Mann... Und da kommt der große Typ also rüber und sagt... Nette Küche. Wenn meine Frau so kochen könnte... Ach so, da sehe ich, wo es lang geht. Das ist ja interessant. Überall Dreck, nur Dreck. Leute sind Dreck. Pass auf, mit wem du redest. Läuft herum und hinterlässt. Sind alle sehr, sehr nett. Das ist echt nicht viel Platz hier, ne? Guten Soldaten aus. Was sollte ich das jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich habe die Hoffnung, dass ich noch was anderes kriege. Artyom,
Wo ist deine Ausrüstung? Na ja, geh ich holen. Und lass dich ausrüsten. Hallo, Artyom. Was hältst du denn von diesem? Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Naja. Aber wieso nimmt dann die nicht? Ah. Kurze Feuerstöße, Artyom, und verschafft dir auch etwas Munition. Das ist nett. Ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Ich weiß Bescheid. Hast du. Kann ich wieder nachladen? Nee, gut. Hallo? Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen. Nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir. Aber Stimmung? Lassen Sie sich ein bisschen einfangen hier, ne? Nein! Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ich bin sowas von bereit. Bist du bereit? Dann los. Dass unsere Grenze mit ihrer Hilfe gesichert werde. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Du setzt dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Riga, Lettland, oder wie? Steht also das richtig? Allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Hat sie ihm nicht erzählt. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zu Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Gute Fahrt. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Hast du mitgehört? Langsamer Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet.
Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Ja. Ich bin optimistisch. Das nenne ich mal eine Tür. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Viel Schuss habe ich nicht, ne? Wenn du Maske aufsetzen, hast du ihn auf, ne? Verdammt, tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Hachon. Klar, helf ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! 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 Hey, was... Was geschieht mit mir? Was ist los? Was? Oh. Mein Gott! Artyom! Was ist das? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden... Ganz üble Scheiße ab. Vor. Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris. Boris. Wach auf, Boris. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Ah, oh Gott. Claudia, ihr schießt. Ich bin Ihnen der Himmel. Scheiße. Scheiße. Danke. Scheiße. War ich jetzt nur die, die nahe kommen? Der zum Beispiel? Besser ist das. Oh Gott. Ganz blöder Moment, um nachzuladen. Scheiße.
Scheinwerfer benutzen! Gib ihm eine Chance! Lässt uns in den Arsch blasen! Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Lass mich raten. Wodka. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Okay. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom! Auf dich! Prost! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich! Achom, auf dich! Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achom. Auf deine Gesundheit. Prost! Das Drovier meine ich natürlich. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Schau. Oh, Moon! Lasst mich aus der Station raus! Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Unser Freund Artyom war okay. Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Ich habe meine Befehle auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kerl. Auf Adjo! Park? Soll ich jetzt gehen? Sind Sie Atyom? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Nö. Alter. Lass mich einfach. Na gut, dann suchen Sie ihn doch selbst. Ja, ist doch, es tut mir leid. Ich weiß auch noch nie, wie es läuft, Lena. Hat er gerade Geizkragen gesagt? Oh. Hi. Der Tunnel, der zum Mann. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Gut. Ja, Billy. Wow, ich würde gern mal auf so einem Weg fahren. Kannst du mir eine Patrone? Tag. Und sie sind wirklich geizig. Das lässt da auf mich. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst und ich fragte davon. Ich kann es nicht erklären. Und die Leute, mit denen ich. Jetzt wirklich diese klitzekleine Frage? Sie glaubten nicht an Gott. Also hat Gott nicht. Scheiße, kannst du mich doch führen? Glena! Der tickt jetzt. Okay. So viele Möglichkeiten hat man jedoch nicht. Warum springt der nicht mal ein bisschen? Oder kann ich hier oder dazwischen lang? Ah. Oh mein Gott. Ich weiß auch nie, warum ich nichts gebe. Das hier ist ein Scheißhaus. Junge, Junge.
nett hier. Bin ich hier richtig? Verschlossen. Ich habe Probleme, mich zurechtzufinden. Bin ich doch hier wieder bei dem kleinen Piefke, oder? Nee. Komm her, du bist Artyom, richtig? Setz dich. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Ich denke schon. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Ich nehme die mal mit, ne? Ja. Er hat mir jetzt auch nicht viel Zeit zum Antworten gelassen. Gehst du vor? Du, ich bleib immer hinter dir. Dann wird das auch was. Richtig gut drauf, der Kollege. Kann helfen. Nimm meine starke Hand. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Wer schießt? Sind wir getestet, ob deine Waffe noch geht? Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Hm? Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Naja. Wollen wir da nicht mal gucken? Okay. Dann nicht. Muss ich wahrscheinlich schon mal so ein bisschen...
sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Du weißt, was du tun musst? Alter! Scheiße, jetzt habe ich meine Dings dort liegen lassen. Warte, ich räume erstmal auf schnell. Ey, scheiße. Aim ist wieder on point. Ich weiß so noch nicht wegen Waffenwechsel und so, ob das alles so klug ist und ach. Ich guck noch mal kurz hier. Wieso kann ich den nicht öffnen? Bin da. Mann, die verzieht aber wirklich wie Sau. Ich glaube, man ist schon gut beraten, wenn man hier Moon so ein bisschen... einsammelt. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Das lief ja schon mal super. Verdammt. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden. Soll ich's Licht vielleicht? Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Anlassen?
Geht doch. Gasmaske, schnell. Kommt schon, ich bin hier, ihr Scheißer. Aber Pumpe geht schon klar. Wie dem Auswahlmenü komme ich noch nie so richtig klar hier. Da sag doch was! Schreien oder... Der muss mehr mit mir kommunizieren. Machen wir jetzt hier Pause. Ich lese es ja nicht. Warum zum Teufel hast du das getan? Oh, ich was getan? Das Licht ausgemacht? Frage ist eher, warum denn nicht? Wow, das war eine Fahrt. Also ich kann mir echt nicht angucken, wie du Treppen steigst, Junge. Hier noch mehr Zeug liegt und ich hier eigentlich immer. Nur alles liegen lassen. Ein Einsturz, Mist. Und eine Treppe, wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf, gehen wir. Thank you.
Liegt hier was? Ja, sein können. Renn nur weiter vor. Renn einfach nur weiter vor. So, noch ein Medipack dort. Oh. Verdammt. Als wenn Nosalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Adjon, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Super Idee. Sind das da echt Fliegen? Jens. Rostiges Stück Scheiße. Komm schon, öffne dich. Adjon, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. Schon. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, meine Erin. Ich höre dich. Ja, ja, ja. Ich... Sollte ich helfen? Ich kann mich bewegen. Rostiges Stück Scheiße. Komm schon, öffne dich. Adjon, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. So, ohne Scheiß, was soll ich machen? Komm schon. Habe ich meine Maske nicht offen? Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, meine Herrin. Ich höre dich. Ja, ja, ja. Immer, immer. Oh ja. Jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Sing weiter. Sing nur für mich. Diese tolle Beschugge. Was ist das für ein Vieh? Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Hast du diese Lieder gehört? Boah, das wünsche ich keinem Feind. Oh. Spannend. Warte mal, der hat was. Und Schlüssel. Ja!
Aber Leute, ich gucke hier gerade auf die Uhr, damit die Folge nicht noch länger wird. Macht euch keine Sorgen, wir machen bei der nächsten Ausgabe ganz genau hier weiter. Ich spiele nicht alleine weiter, macht euch keine Sorgen. Ich bin gespannt, wo das hier hingeht. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich beklemmendes, dunkles Spiel. Aber ich finde es gut bisher. Es ist ziemlich storylastig, sowas braucht man auch mal zwischendurch. Leute, ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.